Was geht? Corey hier. Willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch ein bisschen erzähle, wie wir am besten die Bibel lesen. Macht Sinn? Gut, wir gehen weiter in Markus Kapitel 2. Wir haben bis jetzt gelesen, dass Jesus wieder jemanden geheilt hat, aber dass diese Schriftgelehrten ihn verfolgen oder überall hingehen, wo er hingeht, und immer ein Problem haben mit dem, was er lehrt. Wir haben gesehen, dass er die Vollmacht hat, etwas zu tun, was eigentlich nur Gott kann. Sünden vergeben. Und wir haben gesehen, dass Jesus gekommen ist, um nicht für die Gerechten da zu sein, für die, denen es gut geht, sondern für die Sünder. Für die, die verstehen, dass sie Sünder sind und dass sie einen Retter brauchen. Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 18 und da geht es weiter und heißt es: Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Eines Tages kamen einige Leute zu Jesus und fragten: Warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger aber nicht? Jesus erwiderte: Fasten denn die Hochzeitsgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Natürlich nicht. Sie können nicht fasten, solange sie mit dem Bräutigam zusammen sind. Doch eines Tages wird er ihnen genommen werden und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Also zusammenfassend, was ist hier wieder passiert? Die Frage ist aufgekommen: Hey, die Jünger von Johannes, die fasten und die Pharisäer fasten. Warum fasten deine Jünger nicht? Also sehen wir, die Jünger von Jesu haben damals noch nicht gefastet, als Jesus noch da war. Und er sagt dann: Hey, warum sollten die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam doch da ist oder wenn sie mit dem Bräutigam feiern? Interessante Tat. Und dann sagt er noch andere Bilder, die ein bisschen schwerer zu verstehen sind und die versuchen wir jetzt mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Im Alten Testament können wir lesen, dass die Juden einmal im Jahr fasten mussten. Und zwar an diesem Versöhnungstag. Das lesen wir im 3. Mose 16, Vers 29. Aber wir sehen aber auch, dass die Pharisäer zweimal in der Woche fasteten. Das sehen wir in Lukas 18, Vers 12. Aber wir sehen auch, dass die Juden über Zeit sich gerne noch mehr Regeln aufgetan haben, als sie eigentlich befolgen müssten. Also eigentlich war es nie eine Pflicht zu fasten, sondern es war, und das wird man auch im Laufe deines Bibelstudiums und deines Wachsen in Christus lernen, dass es kein Muss ist, aber dass es gut für dich ist. Und deshalb ist es gut, dass man es häufiger macht, aber es ist kein Muss für uns. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, über das Fasten. Könnt ihr euch gerne alles anschauen. Also wir lesen in 19, es macht keinen Sinn zu fasten, wenn ein Hochzeitsgast noch mit dem Bräutigam feiert. Also in anderen Worten, wenn wir das so auseinandernehmen, was denkt ihr, was das bedeutet? Es zeigt doch ganz klar, okay, Hochzeitsgäste müssten dann wohl die Jünger Jesu sein. Und der Bräutigam ist dann sicherlich Jesus. Also in anderen Worten sagt Jesus hier, solange Jesus da ist, macht es keinen Sinn zu fasten, sondern die Jünger dürfen feiern, dass Jesus da ist. Natürlich hat das wieder eine tiefere Bedeutung. Gott ist da, wieso solltest du Gott näher sein wollen, wenn Gott schon da ist? Weil ich habe ein Video darüber gemacht, so was bringt Fasten? Und eine Sache, die Fasten bringt, ist, dich Gott zu nähern. Aber wenn Gott doch schon neben dir ist, brauchst du noch nicht zu fasten. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Sie brauchen nicht fasten, solange Gott doch da ist. Und dann spricht Jesus weiter von zwei Gleichnissen. Und er redet hier von etwas Neuem, was kommt. Er sagt, es gibt ein altes Kleidungsstück. Und dann sagt er, es gibt was Neues, es gibt ein neues Kleidungsstück. Man flickt
ein altes Kleidungsstück nicht mit einem neuen. Okay, was kann das bedeuten? Der neue Flicken würde einreißen und sagt, also es ist nicht gut, wenn man das Alte und das Neue kombiniert. Okay, was kann das bedeuten? Und dann genau dasselbe Beispiel nochmal. Es füllt niemand neuen Wein, also etwas Neues, in alte Schläuche, weil sie platzen, das Wein würde auslaufen, bla bla, alles nicht so gut. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Okay, was bedeutet das jetzt? Wie finden wir heraus, was das bedeutet? Ich sage immer, es hilft, eine Predigt anzuschauen. Es hilft, eine Predigt über Markus 2 zu schauen. Vielleicht sogar über Markus 2 und nur genau diese Verse, diese zwei Gleichnisse. Es hilft auch, Bibelkommentare, dir einen Bibelkommentar zu holen oder eine Bibel mit einem Bibelkommentar. Oder es hilft, Sachen zu googeln. Und deshalb möchte ich jetzt für diese zwei Stellen mal versuchen herauszufinden, damit ihr versteht, wie verstehe ich das jetzt? Klar, ich werde jetzt keine Predigt zeigen, weil ich glaube, Copyright und so, aber wir haben Google und wir benutzen Google und versuchen jetzt, diesen Fall zu lösen, gemeinsam. Also, ich gebe erstmal Markus 2 und dann 22 und dann Bedeutung und dann sehen wir vielleicht hier Bibelstudium, wir sehen hier eine Seite, Gottes Reich jetzt. Hier genau diese beiden Stellen, das ist noch ein bisschen mehr. Klar, es sind alles Meinungen. Deshalb dürfen wir auch nicht nur eine nehmen, sondern meistens hilft es, wenn wir mehrere nehmen. Und wir müssen aufpassen, dass nicht die Zeugen Jehovas darunter kommen, weil das passiert auch häufig. Ja, das dauert alles ein bisschen was, um das herauszufinden. Aber das ist Bibelstudium und das ist jede Sekunde investiert in Bibelstunde, tut dir gut und ist nicht schlecht für dich und keine Verschwendung. Und dann können wir runtergehen in die Kommentare. Und wie gesagt, Kommentare sind von Menschen, von anderen Menschen. Das ist nicht die Musterlösung, aber meistens kommen wir zu einem besseren Verständnis, wenn wir uns diese Sachen durchlesen. Also, wir sehen hier, Jesus sagt etwas und kündet damit an den Beginn eines neuen Zeitalters, das mit dem vorherigen nicht vereinbar ist. Das ist ja das, was wir gesagt haben. Als Kleidungsstück, neues Kleidungsstück, alter Wein, neue Schläuche, andersrum, neuer Wein, alte Schläuche. Das erste Bild handelt von einem Flicken aus neuem Tuch, das noch nicht eingelaufen ist. Wenn man es verwendet, um ein altes Kleid zu flicken, wird es unausweichlich einlaufen und eines von beiden wird nachgeben müssen. Da das Kleid aus älterem Tuch ist, wird der Stoff weniger stabil sein und an der geflickten Stelle wieder reißen. Jesus vergleicht die alte Haltung mit dem neuen Gewand. Gott wollte nie, dass das Christentum auf das Judentum geflickt wird, weil es etwas völlig Neues darstellt. Die Trauer der alten Haushaltung, die sich im Fasten ausdrückt, muss der Freude der Neuen weichen. Das ist ein Schritt, wie man mehr an diese Erkenntnis kommt. So, wir haben das Beispiel des Fastens. Und wir wissen, dass Jesus etwas Neues bringt. Und zwar was? Die Freude. Und das sagen die hier auch. Das sagt die Seite auch. Eine Art, diese Stelle zu verstehen, ist, dass das Alte, dieses Fasten, ersetzt wird mit der Freude am Herrn. Und dann macht dieses Bild von dem Alten, das passt gar nicht mit dem Neuen, viel mehr Sinn. Aber machen wir noch Vers 22. Das zweite Bild handelt von neuem Wein in alten Schläuchen. Die ledernen Schläuche verloren ihre Dehnfähigkeit, wenn man neuen Wein hineintat. Dann sprengte der Druck, der durch die Gereuung entsteht, die Schläuche. Der neue Wein steht für die Freude und Vollmacht des christlichen Glaubens. Die alten Schläuche sind ein Bild für die Formen und Riten des Judentums. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Es war sinnlos, dass die Johannesjünger und die Pharisäer den Jüngern des Herrn die Last des Fastens aufladen wollten, wie bisher praktiziert worden war.
Die Freude und das überschäumende neue Leben mussten sich ausdrücken dürfen. Das Christentum hat immer unter dem Versuch von Menschen gelitten, es mit Gesetzlichkeiten zu vermischen. Der Herr Jesus lehrte, dass beide nicht vereinbar sind. Gesetz und Gnade sind zwei sich widersprechende Prinzipien. Und wir sehen hier an dieser Stelle wieder, dass das Neue, was Jesus hier lehrt, nicht mit dem Alten kompatibel ist. Heißt aber nicht, dass Fasten schlecht ist. Heißt nicht, dass die Gesetze schlecht sind. Weil das hört man auch sehr oft, dass irgendwie, ja, das ist nutzlos. Nein, nur man kann es nicht mehr vermischen. Man kann nicht sagen, ah, wir müssen jetzt das Gesetz halten und wir sind befreit. Es gibt diese Vermischung nicht, das funktioniert nicht. Und das ist auf einer Basic-Phase und das ist das, was wir bei unserem ersten Bibelstudium machen sollten. Mehr als nur lesen. Klar, man fängt an mit nur lesen, aber jetzt wollen wir ein bisschen tiefer gehen und gehen die Oberfläche. Und die Oberfläche ist, das Alte funktioniert nicht mit dem Neuen. Und das war's für diese Woche erstmal. Es waren wenig Verse, aber viel Inhalt. Und ich hoffe, ich habe euch zeigen können, wie wir mit unterschiedlichen Lehren umgehen können. Wie gesagt, ich würde nicht nur das nehmen, was hier steht, sondern ich würde mir noch eine Predigt anschauen. Ich würde mir mehr Kommentare anschauen und vor allem darüber beten und schauen, hey, was, Gott, hast du hier ausgesagt? Aber es sind alte Texte, wir haben meistens schon die wahre Antwort. Und wenn sie nicht widerspricht mit Sachen, die danach kommen oder davor gekommen sind, dann ist es meistens die richtige Antwort. Und wir sehen auch, dass was sie hier auf dieser Seite gesagt haben, ist, dass später auch noch Menschen kommen, die immer diese Gesetzlichkeit mit der Gnade vermischen wollen. Und das ist ganz klar unbiblisch, diese Vermischung. Und deshalb sehen wir, okay, hey, die Stimmen, diese Seite kann man schon nehmen, also diese Stelle kann man schon nehmen, um ein generelles Verständnis von dieser Stelle zu gewinnen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir doch unten in die Kommentare. Falls ihr, genau, komplexere Fragen habt, dann werde ich ein Video darüber machen. Wenn sie nicht so komplex sind, dann werde ich ein Short dafür machen. Aber bis dahin sehen wir uns nächste Woche wieder. Und genau, das war's dann. Cory hier, ihr da. Alles klar.